Willkommen zurück, Leute, zu Harveys Neue Augen. Wir sind mit Lydie in der Zelle eingesperrt. Was ja gut ist, weil dadurch haben wir jetzt unsere Karte wiederbekommen. Und kann ich mir die angucken? Jawohl. Und da war sie nun endlich. Die Karte. Edna versteckte sich also in dieser Höhle am Moorsee. Ach, was? Aber Moment mal, das wusste Lydie doch schon. Genau genommen war diese Karte sogar ziemlich nutzlos. Besonders, wenn Lilly bedachte, was sie alles angestellt hatte, um sie in die Finger zu bekommen. Voll doof. Also es ist wirklich das Versteck, so hieß es ja auch. Na gut, können wir denn hier noch irgendwas anderes entdecken? Oder können wir mit der Karte noch irgendwas machen? Oh, könnte ich mir vorstellen. Gitterfenster, können wir da jetzt wieder raus? Kann sie nur gucken? Fahrrad. Der Fluchtwagen stand bereit. Leider gab es niemanden, der sie befreien wollte. Lilly war wohl wieder mal auf sich allein gestellt. Ach, da lässt sich doch bestimmt irgendwas machen. Kannst du das Wollknäuel daran? Lilly hatte keine Eltern, die ihr Fahrradfahren beibringen konnten. Sie musste es wohl alleine herausfinden. Wahrscheinlich war sie schon ganz nah dran. Wahrscheinlich. Luftpumpe? Das Fahrrad war gut aufgepumpt, wie sein Besitzer. Können wir was anderes hier mitmachen? Pizzakarton? Die Idee war gut, aber Lillys Arme waren zu kurz. Die Idee war gut. Lilly konnte die Lösung für ihre Probleme nicht einfach aus der Luft zaubern. Nicht mit der Flunder und dem Wollknäuel. Lilly brauchte ein Wunder. Ein Flunderwunder. Aber alles, was sie hatte, war eine Flunder. Ja. Habe ich mir fast gedacht, dass das mit dem Reim ganz gut klappt hier. Lilly konnte die... Am dritten Tag erschuf Gott den Kugelfisch. Und niemand war da, um ihn zu loben. Oh nein, sie hat ihn wirklich jetzt aufgeblasen. Und die Luftpumpe ist weg. Lilly hatte... Aber kein Schatz war so... Gut, können wir mit der aufgepumpten... Was machen? Die Idee war gut. Die Arme sind zu kurz. Okay, dann geh ich nochmal zurück. Können wir nochmal mit ihm schnacken? Was ist? Hast du schon genug von der gesiebten Luft? Das hättest du dir überlegen können, bevor du zur Flasche gegriffen hast. Ach, herrje. Jetzt mach mal nicht so traurige Geräusche. Durch genau so ein Verhalten habe ich damals auch Edmund den Schlitzer auf freien Fuß gesetzt. Und du kannst dir nicht vorstellen, was mir das für einen Ärger eingehandelt hat. Es hat Wochen gedauert, bis die Eltern der kleinen Melanie wieder mit mir gesprochen haben. Ach, ich habe einfach ein zu gutes Herz. Ich lasse dich laufen. Aber du musst mir versprechen, nie wieder Unsinn anzustellen. Kannst du das? Ja. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht lügen. Okay, dann können wir das bitte ausschalten mit dem Lügen. Können wir das denn nicht schon? Tja, dann kann ich dich auch leider nicht freilassen. Man kann mir einiges nachsagen, aber nicht, dass ich nicht aus meinen Fehlern lerne. Okay, dann geht der Psycho-Harvey, der bleibt jetzt hier. Können wir den dann, das Lügen haben wir nämlich noch nicht gelernt. Das kommt jetzt, wenn wir ihn dann mit dem Wollknäuel hypnotisieren. Das Wollknäuel. Ja. Darf ich das ja, mal sehen? Ja, ja, ja. No. Kleiner HW, komm schon. Ugi. 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 So, da sind wir auch schon in der nächsten Parallelwelt. Raus können wir nicht. Wir können hier mit Justitia reden. Gibt es irgendwas zu tun? Na, Lilly, willst du etwa raus? Aha. Das dachte ich mir. Aber du säßest wohl kaum da drinnen, wenn du wüsstest, wie man sich anständig beträgt. Oder? Kein Wort. Du wolltest mir doch nicht etwa widersprechen, oder doch? Aha. Nun, dagegen ist nichts einzuwenden. Widersprechen ist super. Manchmal widerspreche ich schon zum Frühstück 3 Scheiben Toast. Lecker Toast. Aber
aber das wäre gelogen. Und wir wissen doch beide. Du sollst nicht lügen. Lügen sind böse. Was? Natürlich sind Lügen böse. Warte, ich zeig's dir hier an der Tafel. Schau dir die Tafel gut an. Sie zeigt einige der Grundfesten unseres Rechtssystems. Zum Beispiel, dass Lügen böse sind. Wie? Nein. Natürlich sind Lügen böse. Es lässt sich leicht aus den vier obersten Grundfesten ableiten. Gott ist gut und wahrhaftig. Der Teufel jedoch ist böse, mit viel Weisheit. Gott ist die Wahrheit, denn auch er ist voll der Weisheit. Der Teufel aber lügt mit all seiner Bosheit. Und darum sind Lügen immer böse. Die logische Kette, die einen dahin führt, kannst selbst du knüpfen. Es sind nur drei kleine Schritte bis zum Ergebnis. Versuch es doch ruhig selbst. Oh Gott, da kommt was auf uns zu. Ich sehe das schon. Das wird mich in den Wahnsinn treiben. Gott ist gut und wahrhaftig. So, was nehme ich jetzt hier? Ach so. Teufel ist böse mit viel Weisheit. Gehört das denn jetzt auch automatisch immer zum Spruch, was daneben ist? Gott ist Wahrheit, denn er ist voll der Weisheit. Ja, passt. Daumen hoch. Teufel lügt mit all seiner Bosheit. Der lügt. Und wir müssen natürlich am Ende sagen, du, dich aber super. Ne? Klasse. Das kommt hier unten hin. Können wir das machen? Also, Teufel ist böse mit viel Weisheit. Gott ist gut und wahrhaftig. Ich mach mal einfach. Gut, Wahrheit. Was machst du denn einfach da? Einfach mischen. Daraus lässt sich ja gar nichts ableiten. Probier was anderes. Okay. Gott ist gut und wahrhaftig. Gott ist weit, denn er ist voll Weisheit. Ja, das ist logisch. Ach so. Teufel ist böse mit viel Weisheit. Böse, Weisheit. Und der ist auch weise. Ja, das ist logisch. Wahrheit böse. Gut, Weisheit. Wahrheit böse. Der lügt. Lüge ist böse. Wenn ich jetzt böse und Weisheit, weil der ist ja weise. Oder Teufel lügt mit all seiner Bosheit. Aber das ist ja, das ist, ich nehme das mal. Ja, es ist zwar richtig hergeleitet, aber es ist nicht das Ergebnis, das ich sehen wollte. Lügen sind böse. Gib dir beim nächsten Mal gefälligst etwas mehr Mühe. Muss das erstmal rallen. Aber skippen werde ich hier nicht, weil ich will das schon alleine eigentlich schaffen. Also, ich weiß, wir wollen natürlich am Ende irgendwie so hinkriegen, dass der Teufel zwar lügt, aber dass das weise ist, also dass es gut ist oder so. Dass das dufte ist. Nee. Gott ist gut und wahrhaftig. Ja. Fangen wir mal mit dem Einfachen wieder an. Gott ist wahrhaftig. Und der Teufel lügt mit der Bosheit. Was machst du denn da? Das geht nicht. Daraus lässt sich probieren. Ja, gut, okay. Gott ist gut und wahrhaftig. Der Teufel ist böse mit viel Weisheit? Nee, ich will mir das irgendwie übrig lassen. Ja, das ist gut. Weiß nicht. Teufel ist böse. Vier, Wahrheit und Weisheit. Und ich weiß nicht, was ist, wenn ich jetzt was total Blödes dazu nehme? Was? Daraus lässt sich ja gerade Okay. Mach das mal direkt am Anfang. Vielleicht ist das einfacher. Hier, der Teufel lügt. Das ist böse. Und er ist gut. Was macht er? Okay. Der lügt. Aber ist weise. Ja,
Das ist logisch. Okay. Teufel ist böse mit viel Weisheit. Vielleicht muss man ja immer den Teufel mit reinbringen, egal was ist. Oder so. Mit der Weisheit oder... Der ist gut und wahrhaftig. Und total weise. Ja, das ist logisch. Jetzt habe ich den Teufel aber nicht mit reingebracht. Jetzt müssen wir irgendwie nochmal das Lügen mit reinbringen. Lügen sind böse, ist aber auch blöd, ne? Teufel lügt mit all seiner Bosheit. Aber es ist mit viel Weiß. Ich weiß auch nicht. Ja, das ist zwar richtig, nee. Ne? Aber ich glaube, ich komme so ein bisschen langsam dahinter, was die von einem wollen. So ein bisschen. So richtig verstehe ich es noch nicht. Aber ich habe das Gefühl, es geht so ein bisschen darum, dass man es alles so soll sich so ein bisschen wieder widersprechen. Muss aber trotzdem Sinn machen. Also so, dass wir ihn natürlich überzeugen. Und vielleicht muss man immer wieder so das mit dem Lügen mit reinbringen. Vielleicht muss es auch immer wieder vorkommen oder so. Also, dass sich das am Ende widerspricht. Aber ich habe noch nicht mal den normalen Werdegang. Also es wäre halt schön, wenn man einmal so den klaren Durchblick einmal hätte, so wie es eigentlich sein soll. Und man dann wenigstens anhand dessen das Gegenteil machen kann. Weil er sagt ja immer, das ist zwar richtig, aber es ist nicht die Lösung. Schön. Also haben wir noch nicht mal die normale. Gott ist gut und wahrhaftig. Und der Teufel ist böse. Geht das? Was machst du da? Das hatte ich schon mal probiert. Dann geht das ja auch wieder nicht, ne? Was machst du da? Das macht auch keinen Sinn? Okay. Also der Teufel ist böse. Und Gott hat aber auch Weisheit. So, die sind beide weise. Teufel und Gott. Gott ist gut. Und der Teufel nicht. Achso, das geht wieder nicht, ne? Scheiße. Ich wollte das jetzt so klar, das ist gut, das ist böse, das ist gut, das ist böse, aber das funktioniert nicht, also. Die sind beide weise. Der Teufel lügt mit all seiner Bosheit. Vielleicht nochmal die beiden Guten. Ist ja aber auch nicht gut, was ich hier genommen habe. Böse. Der Teufel ist böse, aber ist weise. Und Gott sagt immer die Wahrheit, ist weise. Und wenn Gott die Wahrheit sagt, dann ist Gott natürlich auch gut und wahrhaftig. Hm. Kriegen wir das denn am Ende hin, dass der Teufel aber auch weise ist? Der Teufel ist... war böse, aber er ist auch weise. Ich kann dieses Gut und Böse hier zusammen immer nicht nehmen. Das ist das Blöde. Was machst du da? Gut und wahrhaftig. Und? Ist immer total... Ist alles super mit Gott. Und Gott ist weise. Und der auch. Also, toller Gott und der Teufel ist zwar böse, sagt aber auch immer die Wahrheit. Also das würde schon mal passen. Jetzt müssen wir es nur mit dem Lügen irgendwie kriegen. Der Teufel lügt. Mit all seiner Bosheit. Aber ich darf ja jetzt eigentlich... ich nehme mal das Böse dazu. Ja, es ist zwar richtig hergeleitet, aber es ist nicht das Ergebnis, das ich sehen wollte. Lügen sind böse. Gib dir beim nächsten Mal gefälligst etwas mehr Mühe. Ja, das war schon mal gut jetzt eigentlich. Aber es macht noch nicht die Kernaussage so, dass er... Ich weiß nicht, sagt Lügen. Sollen wir denn ihm jetzt sagen, Lügen sind böse? Oder sollen wir ihm das Gegenteil beibringen? Das weiß ich nicht. Lügen sind böse, sagt er. Haben wir doch damit eigentlich gezeigt, oder nicht? Oder nicht?
Das ist logisch. Ja, das ist aber logisch. Es sagt auch immer nur so, ja, als ob es auch noch nicht so richtig ganz gut wäre. Gut, Weisheit, Lüge, Weisheit. Jetzt nehmen wir nochmal das Lügen mit rein. Oder nicht? Passt aber auch nur wieder das eine dazu, ne? Und sonst sagt er wieder, was machst du für einen Quatsch? Was wir noch nicht haben, ist, dass beide weise sind. Der ist weise und der ist weise. Ja, das ist zwar richtig hergeleitet, aber es ist nicht das Ergebnis, das ich sehen wollte. Lügen sind böse. Gib dir beim nächsten Mal gefälligst etwas mehr Mühe. Lügen sind böse. Muss am Ende die Lüge mit rein, oder? Ich mach noch mal einen Anlauf, aber so richtig... Weiß jetzt nicht, was wir ihm beibringen wollen. Gott ist gut und wahrhaftig. Vielleicht sollen wir ihn auch einfach nur durcheinander bringen und die verschiedenen Möglichkeiten irgendwie ausreizen. Oder dass das eine bestimmte Reihenfolge ist, dass am Ende wirklich nur das mit dem, weiß ich nicht, dass wir uns da völlig widersprechen. Ach, ich habe keine Ahnung. Was macht da? Das geht wieder nicht. Das? Das? Nee, ich dachte, ich mach das nochmal am Ende irgendwie gut, so dass ich das so voll, hey, ihn durcheinander bringen. Einfach immer wieder so alles klarstellen, aber am Ende dann alles in Frage stellen. Ich weiß auch nicht. Also Gott, er ist voller Weisheit. Weisheit, Wahrheit. Und der lügt, das darf ich aber nicht dazu nehmen. Und er ist gut und wahrhaftig. So. Doch. Ja, nicht anders. Irgendwie muss man das ja hinkriegen. Und der Teufel ist böse und dann kann ich auch nur das andere wieder dazu nehmen. Obwohl, nee, die kann ich ja auch nehmen, die beiden. Doch. Also, die sind beide weise. So weit waren wir schon 100-mal jetzt. Frage ist, was mache ich am Ende? Wenn ich die beiden jetzt wieder nehme, Gott ist gut und wahrhaftig und Teufel lügt mit all seiner Bosheit, das geht wieder nicht, dann meckert er wieder. Ich habe doch nur eine Möglichkeit eigentlich. Die Frage ist, ob diese untereinander nochmal ausgetauscht werden müssten. Vielleicht nochmal das mit der Weisheit ganz am Ende machen. Das könnte ich nochmal ausprobieren, das habe ich auch noch nicht gemacht. Weil sonst mache ich immer wieder dasselbe. Ob ich nun da oder dahin mache, ich glaube, das ist egal. Ich mache das einfach nochmal. Nimm dasselbe nochmal. Böse Weisheit. Und er ist böse, aber weise. Was machst du denn da? Okay. Ich kann das ja immer wieder wiederholen. Geht das? Das ist. Kann ich das immer wieder wiederholen? Ja, das ist zwar richtig hergeleitet. Lügen sind. Ich habe jetzt immer wieder dasselbe genommen. Es geht also auch. Das? Das? Ja, es ist zwar richtig hergeleitet, aber es ist nicht das Ergebnis, das ich sehen wollte. Lügen sind böse. Gib dir beim nächsten Mal Ich habe jetzt schon so viel ausprobiert, Leute. Ich mache mal kurz einen Cut und ja, überleg mal, was ich noch nicht ausprobiert habe. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt tatsächlich mal in die Lösung geguckt gehabt, nachdem ich hier noch ein bisschen rumprobiert habe. Und man kann die Dinger hier nehmen und das wusste ich nicht. Entschuldigung, muss mal eben husten. Ich wusste nicht, dass man das hier auch nehmen kann. Und das kann ich natürlich dann am Ende kombinieren. Und ich habe die ganze Zeit alles rumprobiert ja mit denen hier und ihr habt ja selber, wart ja dabei.
gesehen, dass es ja auch nur eine bestimmte Möglichkeit überhaupt gibt, ne? Die man nehmen kann. Ich kann ja untereinander nichts kombinieren. Denke, hey, die ganze Zeit, was habe ich denn jetzt noch nicht ausprobiert? So viele Möglichkeiten habe ich doch gar nicht. Ja, ich brauche eigentlich nur das Ergebnis nehmen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das hier stimmt. Also, auch wenn ich in die Lösung mal geguckt habe, es ist unser Ziel tatsächlich zu sagen, Lügen ist böse. Also genau das sagen, was er möchte. Das wollen wir am Ende erreichen und das war das, was ich wissen wollte. Und dass ich das jetzt hier weiß, dass ich das nehmen kann. Also Wahrheit böse? Passt denn das überhaupt? Wenn ich das jetzt hier... Was machst du? Das macht keinen Sinn. Ich mach das mal nochmal. Also, Gott ist wahrhaftig. Und er ist total weise. Ja, genau. Gute Weisheit. Und jetzt machen wir das Ganze noch mit böser Weisheit. Wie geht denn das? Die Wahrheit ist böse, haben wir jetzt auch. Wahrheit ist böse. Wahrheit ist böse. Und gute Weisheit? Was machst du? Nee, das hatten wir gerade eben schon. Muss da am Ende noch was anderes dabei rauskönnen. Muss ich nur nicht die richtige Kombination finden. Ich weiß nicht, ob ich das in diesem Part schaffe, aber ich versuch's mal. Das mit dem Lügen haben wir auch noch gar nicht reingenommen, ne? Also, der ist böse. Das? Lüge, Weisheit. Jetzt bräuchten wir eigentlich noch mal das Gegenteil. Vielleicht mal Gott ist wahrhaftig. Weisheit, Weisheit. Noch mal hier Weisheit, Weisheit. Das? Wahrheit ist böse. Lüge, Weisheit. Wahrheit ist böse. Und die beiden noch mal untereinander. Güte. Was machst du da? Nein, das nicht, bitte, bitte. Gut, wahrhaftig. Und weise. Das? Es ist gut, weise zu sein. Und es ist total doof, was der da macht. Der Teufel lügt mit all seiner Bosheit. Aber er ist auch weise. Der Böse, also es ist eine Lügeweise. Das macht doch Sinn, oder? Lügen sind richtig. Böse. Exakt. Genau. Du kannst es so oft probieren, wie du willst. Das Ergebnis wird immer dasselbe sein. Hä? Was ist das jetzt? Das Ergebnis wird immer dasselbe sein. Das heißt, wir müssen ihn jetzt nochmal dann davon überzeugen, dass das Gegenteil ist. Wir müssen ihn irgendwie jetzt davon überzeugen. Oh Gott, das mache ich aber im nächsten Part, Leute. Aber ich habe es schon mal geschafft. Weil wenn der Teufel natürlich weise ist mit dem, was er trotzdem macht, dann muss eine Lüge ja auch weise sein. Weißt du Bescheid, weißt du? Und jetzt müssen wir ihn noch davon überzeugen, dass das Lügen auch gut ist. Oh Mann, das wird noch ein Akt. Aber da ich jetzt mit den Ergebnissen arbeiten kann, was ich vorhin nicht wusste, da kriegen wir bestimmt noch irgendwie die richtige Kombination hin. Wir sehen uns im nächsten Part von Harveys neue Augen, Leute. Bis dann.